Ja, Marco, du trägst dich auch im Gästebuch regelmäßig ein. Ist das richtig? Regelmäßig nicht, aber ich habe es schon 3-4 Mal getan. Zum ersten Mal irgendwie vor einem Jahr. Und es war ganz lustig, weil ja dann alle dort gerätselt haben, ob ich es nun wirklich bin. Inzwischen wurde das ja technisch ein bisschen verfeinert. Also jetzt können wir uns da mit unserer Werder-Raute eintragen, durch ein Passwort, das wir bekommen. Und ja, ich habe mich einfach nur ein paar Mal bedankt für ein paar Meldungen, also als ich verletzt war und so weiter. Guckst du regelmäßig ins Gästebuch rein, auch ohne dich einzutragen? Regelmäßig wäre übertrieben, aber ich denke mal, so alle 2 Wochen oder so schaue ich da mal rein. Oder wenn irgendwas Besonderes passiert ist, wenn man mal sehen will, was denken jetzt die Leute über das Spiel oder über die Situation. Ne? Also ab und zu ist schon lustig. Was ziehst du da raus persönlich für dich? Ach, ich weiß nicht genau. Ich denke, es ist einfach Neugier, auch auf relativ anonyme und einfache Art mal mitzubekommen, was die Fans denken. Oder es ist ja, denke ich, auch eine bestimmte Gruppe von Fans. Wir haben ja inzwischen irgendwo so viele verschiedene Gruppen im Stadion oder die mit Werder zu tun haben. Und die Internetfans sind sicherlich eine ganz spezielle. Aber da mal reinzuschnuppern und zu hören, was die so denken, finde ich eigentlich ganz nett. Wobei, ich habe mir auch überlegt, dass trotzdem die Form des Gästebuchs vielleicht so manchmal ein bisschen blöd ist, weil man nicht wirklich diskutieren kann über Themen. Man sollte vielleicht doch eher die Form eines Forums annehmen, dass man zu bestimmten Themen halt sich äußern kann, eine Frage vielleicht am Anfang steht und dann hierarchisch dann Antworten zugeordnet werden, weil so doch alles ein bisschen durcheinander läuft und man ziemlich weit zurückblättern muss, wenn man mal mitkriegen will, worauf jetzt jemand reagiert hat. Ich weiß, dass die Chefetage das Buch regelmäßig liest und da auch Sachen rauszieht. Wie ist das in der Mannschaft? Gibt es Spieler, die da auch regelmäßig reingucken wie du? Ja, ich denke, dass es schon 3-4 Leute gibt, die so Internetanschlüsse haben und die da sicherlich auch mal reinschauen werden. Weißt du, dass du jetzt kopiert worden bist, in Anführungszeichen, dass also jemand unter deinem Namen geschrieben hat jetzt etwas im Gästebuch? Bist du darüber informiert? Nee, kann ich natürlich auch in keiner Form kontrollieren. Gut, jetzt denke ich, durch dieses Passwort kann man das vielleicht auflösen, wobei ich nicht direkt sicher bin, ob man da nicht auch technische Möglichkeiten hat, um das irgendwie zu hintergehen. Aber das ist sicherlich nicht schön. Ne? Also ich meine, das Internet ist ein Ding, wo man gerne anonym bleiben will und es ist einfach üblich, da auch unter falschem Namen aufzutreten, aber in einem solchen Forum dann meinen Namen anzunehmen und da irgendwelchen Senf zu erzählen, ist natürlich für mich recht unglücklich. Und mit welchem Gefühl gehst du jetzt von dieser Veranstaltung weg? Ach, ja, ich meine, ich habe den einen oder anderen jetzt personifiziert. Also auch Neugier im Gesicht zu einigen Einträgen zu sehen, das ist richtig. Ja, wobei, also wie gesagt, so häufig bin ich nicht drin. Also ich hätte jetzt, die Namen kommen mir irgendwo bekannt vor, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, was diejenigen dort geschrieben haben oder so. Also so dramatisch ist es nicht. Der Thomas hat mir nur erzählt, dass sich hier die Leute treffen und es gibt ja auch einen Kai Bogener, der ständig angegriffen wird, also den wollte ich schon gerne mal kennenlernen. Das ist hier mal passiert, danke Marco. Vielen Dank.